Alter, warum ist denn mein Mund so trocken? Boah, scheiße, hoffe ich gar nicht so lese. Borsigplatz. Rückwärts. Peter Toschs warmer Reggae-Sound floss aus den Boxen. Die 2 Meter hohe Cannabispflanze in Michas Wohnzimmer war geschmückt mit Lametta aus Weingummi, Christbaumkugeln, einer bunten, ständig blinkenden LED-Lichterkette und stand in voller Blüte. Micha testete die neue Bong, die er von seinen 3 Freunden zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte, mit einer Probe seines hauseigenen Grases. Es blubberte. Matze, Andi und Kalle saßen neben ihm, bequem in den Polstern der Wohnzimmercouch versunken und chillten. Dazu ging eine Tüte durch die Runde und es wurde über Songtexte philosophiert. Peter Tosch wollte mit der Textzeile Almighty Jah is a living man zum Ausdruck bringen, dass der Mensch Gott als übergeordnetes Konzept überhaupt nicht braucht, weil er selber Gott ist. Deswegen meint er eben, die Leute aus dem Establishment, also Kirche, Staat und so weiter, können über einen gewissen Zeitraum eine bestimmte Anzahl von Leuten innerhalb der Gesellschaft mit ihren Ideologien blenden, aber über die Jahre wird dann irgendwann so ein Prozess der Erleuchtung stattfinden, so dass man sie nicht länger verarschen kann. Versteht ihr, was ich meine? Matze vergaß während seinen Ausführungen mal wieder ganz das Rauchen und der Joint qualmte ungenutzt zwischen seinen Fingern. Andi grinste breit mit geröteten Augen. Wo wir gerade bei Songtexten sind, ich sag nur, don't bogart that joint, my friend, pass it over to me. Fraternity of Man aus dem Film Easy Rider 1969. To Bogart bezieht sich auf die Angewohnheit, Humphrey Bogarts in seinen Filmen seine Zigaretten ungeraucht abbrennen zu lassen. Also bitte sieh mal zu, dass du den Patex von deinen Fingern bekommst und lass die Sportzigarette rüberwachsen. Mir juckt doch jetzt schon die Lunge, Mann. Matze gab die Tüte bereitwillig weiter, nachdem er einen tiefen Zug genommen hatte. Micha setzte die Wasserpfeife ab, hielt den Atem an, bis er nicht mehr konnte, und blies darauf eine Nebelwand mitten ins Zimmer. Er hustete kaum merklich und versank danach in Zeitlupe in den Polstern des Sessels. Seine 3 Freunde grinsten breit. Gleich kommt das kleine Männchen von hinten mit dem Hammer und haut dir voll auf das Gehirn, Alter. Die Blubber ist echt der Hammer, haben wir dir extra heute früh noch bei Near Dark besorgt. Kalle war stolz auf seine Idee, zusammen mit seinen Kumpels dafür zu sorgen, dass ihr Freund Micha die neue Ernte unter bestmöglichen Bedingungen testen konnte. Near Dark war ein sogenannter Headshop, ein Laden, in dem man Kiffer-Equipment kaufen konnte, eine der besten Adressen in Dortmund überhaupt. Die Wasserpfeife, die sie ihm gekauft hatten, war eine Eisbong. Bei einer Eisbong konnte man in das Mundstück bis zu 10 Eiswürfel einfüllen, sodass der Rauch angenehm kühl eingeatmet werden konnte. So etwas konnten sich nur Kiffer ausdenken. Sie hatten an diesem Abend schon eine ganze Menge an Rauchgeräten durchgetestet, hatten eine Paprika, einen Apfel und sogar eine Banane zur Pfeife umfunktioniert. Der erste Fresskick war mit Weihnachtsschokolade und Weingummi hartnäckig bekämpft worden und jetzt machte sich Langeweile breit. Normalerweise wurde man ja breit oder stoned vom Kiffen, aber das frische Gras trug dazu bei, dass sie alle völlig high waren. Voller Tatendrang überlegten sie, wie sie die Langeweile bekämpfen könnten. Ich hab ne Idee, hör mal. Micha hatte den ersten Flash seiner neuen Blubber verarbeitet und war aus dem Sessel aufgesprungen. Habt ihr schon mal ein Auto geraucht? Keine 20 Minuten später saßen die 4 in Michas rotem Scirocco und steuerten den Klinikparkplatz der Unfallklinik an. Sie parkten den Wagen dort in einer dunklen Ecke am Rand des Friedenbaumparks und versicherten sich, dass niemand in der Nähe war. Da Weihnachtsabend war, befanden sich kaum Autos auf den Straßen und auch Spaziergänger suchte man vergebens. Sie stopften die Bong und jeder von ihnen rauchte einen dicken Kopf, bis das Schillum glühte. Dichter Rauch erfüllte den Innenraum des Scirockos und dazu lief You Spin Me Round von Dead or Alive aus den 80ern. Der Song ist echt der Hammer. Darin waren sich alle einig.
Wisst ihr was? Matze hatte knallrote Augen und war total bekifft. Ich hätte mal Bock, zu dem Song mal die ganze Zeit nur im Kreis zu fahren. 3:20, nur im Kreis, wisst ihr, das wäre doch total cool. Kein Thema. Micha ließ die Scheiben automatisch runter und drehte die Lüftung voll auf. Aus dem Wagen stieg eine dichte Nebelwand gen Himmel und vereinigte sich hoch oben mit den Wolken am nächtlichen Firmament. Der Wagen bog auf die Schützenstraße und glitt auf der leeren Fahrbahn dahin. An der nächsten großen Kreuzung bogen sie links auf die Mallinckrodtstraße. Dazu gab es Bohemian Rhapsody von Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Carry on, as if nothing really matters. Der Nordmarkt glitt an ihnen vorbei. Die vier Bombenleger öffneten langsam ihre Haare und bereiteten sich auf den schönsten Teil des Songs vor, wie im Film Wayne's World. Galileo, 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 Figaro, Bismillah, no, we will not let you go. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me, yeah. Na und so weiter. An dieser Stelle flogen die Haare durch das Auto. Die vier moschten um die Wette wie Beavis und Butthead in ihren besten Tagen. Dazu hielt jeder von ihnen eine zur Pommesgabel geformte Hand in die Höhe. Was für eine Fahrt. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Pünktlich zum Ende des Songs hatten sie den Borsigplatz erreicht und schickten sich an, ihre Mission zu erfüllen. Kein Auto weit und breit. 3:20 zu You Spin Me Round von Dead or Alive im größten Kreisverkehr Dortmunds im Kreisfahren. Immer im Kreis. Sowas konnten sich nur Kiffer ausdenken. Sie grölten aus vollen Kehlen mit You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, round, 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 round. Als der Song nach guten 3,5 Minuten zu Ende war, bekamen sie alle zusammen einen schallenden Lachanfall. Sowas Geiles. Micha drehte noch 2 Ehrenrunden und dann stoppte er den Wagen mitten auf dem Platz. Und wisst ihr, was das Geilste ist? Nee, nö, keine Ahnung, antwortete es von den anderen Plätzen. Die nächste Runde geht rückwärts. Micha legte den Rückwärtsgang ein und sie fuhren jetzt johlend rückwärts weiter. Kalle trommelte ekstatisch vor Lachen auf das Handschuhfach. Die vier drehten total durch und genossen ihre verrückte Aktion in vollen Zügen. Bis es laut rumpste. Ach du Scheiße! Ein Adrenalinschock fuhr ihnen durch die Adern. Sie waren rückwärts einem anderen Auto mitten vorne draufgefahren. Das würde mächtigen Ärger geben. Von weitem sahen sie schon Blaulicht. Anwohner hatten wahrscheinlich die Polizei gerufen. Wie in Zeitlupe glitt das Blaulicht über die Hausfassaden, die den Borsigplatz umstanden. Sie blieben wie angewurzelt im Auto sitzen, bleich um die Nasen, starr vor Schreck. Die Häuser wirkten plötzlich wie ein großer Wall, der sie umgab wie Gefängnismauern. Der Polizeiwagen hielt rechts neben ihnen, auf Höhe der Mitte bei der Unfallwagen. Im Rückspiegel erkannte Micha, dass die Polizeibeamten erst den Fahrer des blauen BMW 16-2 befragten. 5 Minuten später, die den Vieren vorkam wie eine Ewigkeit, bewegten sie sich langsam auf den knallroten Kiffer-Scirocco zu. Die Kiffer im Inneren hatten sich in den letzten 5 Minuten in zitternde Nervenbündel verwandelt. Wir versuchen cool zu bleiben, okay? Ganz, ganz cool. Micha ließ die Scheibe an der Fahrerseite runter und hielt Fahrzeugpapiere und Führerschein aus dem Auto. Der Polizist ergriff die Papiere und beugte sich herunter. Wahrscheinlich, um Michas Atem riechen zu können. Sieht echt nicht gut aus, das ist ja wirklich eine schöne Bescherung. Micha schaute beschämt nach unten. Er fühlte seinen Herzschlag pochen bis in den kleinen Zeh hinunter. Ja, was will man machen? Scheiße passiert halt, ne? Okay, Herr Schmitz, haben Sie Alkohol getrunken? Der Beamte schaute ihm streng in die Augen. Nein. Betäubungsmittel konsumiert? Oh Mist, gleich hatten sie ihn am Arsch. Nein, log er frech. Okay, wollen Sie Anzeige erstatten? Anzeige erstatten? Wiederholte er erstaunt, denn er kapierte gar nichts mehr. Ja, ob Sie Anzeige wegen mutwilliger Sachbeschädigung stellen wollen?
Schließlich ist Ihnen der Typ ja ungebremst hinten reingefahren. Echt? Ja, nee. Das muss nicht sein. Das ist nicht nötig. Micha warf Matze auf dem Beifahrersitz einen verstohlenen Blick zu. Auch Matze glaubte sich im falschen Film. Okay. Der Polizist nahm die Mütze ab, wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. Wir sind Marder Ede schon seit der Innenstadt auf den Fersen. Den blauen BMW hat er auf der Hansastraße geklaut und dort auch schon mehrere abgestellte Fahrzeuge gerammt. Wir haben ihn gerade blasen, pusten lassen. Da hatte er 2,4 Promille. Rotzbesoffen und versucht uns einzureden, sie wirkt ihm rückwärts vorne draufgefahren. So eine idiotische Ausrede habe ich in 20 Jahren Polizeiarbeit noch nie gehört. Ich nehme dann mal eben ihre Personaldaten ins Protokoll auf und dann bekommen sie eine Durchschrift und können weiterfahren. Auf dem Rücksitz fing es langsam deutlich an zu kichern. Andi und Kalle waren kurz davor, vor Lachen zu explodieren. Michael blickte angestrengt und mit fest aufeinander gekniffenen Lippen in den hinteren Teil des Wagens. Beruhigt euch, Leute. Ganz ruhig, tickt jetzt nicht aus, ja? Der Polizist erschien wenige Minuten später, die sich scheinbar bis zur Ewigkeit ausdehnten, erneut und reichte Micha den Papierkram zurück in den Wagen. Ja, dann noch eine gute Heimfahrt und ein frohes Fest. Hinter sich erblickten sie, wie ein zweiter Polizist den aufgebrachten und bereits mit Handschellen gefesselten Marder Ede auf die zerknautschte Motorhaube des blauen BMWs drückte und ihm mit dem Fuß die Beine auseinanderstemmte. Ede brüllte aus volltrunkener Kehle. Ey, ich schwör's bei meiner Mutter, die Typen sind mir rückwärts voll vorne draufgeknallt. Ey, mach mich los, du Scheißbrille. Ich bin unschuldig. Gib Gas, Micha, schnell weg hier. Der Scirocco-Motor heulte auf und sie machten schleunigst, dass sie fortkamen. Brüllend vor Lachen steuerte Micha den Wagen zurück in Richtung Mallinckrodtstraße. Das Autoradio wurde eingeschaltet und dann grüllten sie alle aus vollen Kehlen mit. Judas Priest, 1980. Breaking the law! 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 Breaking the law.